Fokus TV. Sonntagmorgens um 4 stehen zwei Mädchen auf dieser Klippe. Sekunden später sind sie tot. Lilas Kopf war so zerschmettert, dass erste Hilfeleistungen nicht möglich gewesen wären. Ein Selbstmord ohne klares Motiv, ohne Warnzeichen. Lila war immer so fröhlich. Ja, man kannte nur lachend. Fokus TV über eine Familientragödie in einer scheinbar heilen Welt. Achtung, Handy wieder an. Das war der Spielfilm am Sonntag, präsentiert von D2 Mannesmann. Guten Abend, liebe Zuschauer bei Fokus TV. Vor genau 2 Wochen schreiben 2 15-jährige Teenager im Westerwald Briefe. Keine verspäteten Hausaufgaben, auch kein Eintrag ins Jungmädchentagebuch, sondern akkurate Anweisungen für die eigene Beerdigung. Julia S. und Alexandra H. haben sich im Steinbruch in Dreikirchen in den Tod gestürzt. 20 Meter tief, mit erschreckender Zielstrebigkeit, ohne Vorankündigung und erst recht ohne erkennbaren Grund. Lebensmüde, einfach so. Fokus TV ist gleich auf der Spur eines tödlichen Phänomens. Und das sehen Sie außerdem bei uns. Geldsegen aus Karlsruhe. Was das Steuerurteil für Eltern bedeutet und wie sie davon profitieren. Tod im Tiefschnee. Lawinen sind unberechenbar. Oder doch nicht? Die neuesten Erkenntnisse. Hallo? Hast du mal kurz Zeit? Nee, eigentlich nicht. Nur ganz kurz. Naja, okay, was denn? Ich sehe, du hast da gerade Knoppers gekauft. Ja, klar. Wieso? Von nichts kommt nichts. Naja, bei meinem Job als Radkurier, das ist nicht so viel Zeit. Siehst du doch, da muss schnell gehen. Und da ist Knoppers genau das Richtige? Naja, klar, sag ich doch. Und warum? Was magst du an Knoppers? Ist eine feine Sache. Ist leicht, locker, knusprig. Mhm. Schmeckt gut. Halt alles, was du brauchst. Okay, war's das? Ja, vielen Dank. Ciao. Der Fiat Punto zeigt sich jetzt von seiner strahlendsten Seite. Als Sondermodell Fiat Punto Kult. Der neue Fiat Punto Kult schon ab 18.720 Mark mit einem Preisvorteil von bis zu 1.600 Mark. Jetzt mit besonders günstiger Finanzierung. Schöne Formen hier, ein flacher Bauch dort. Das verspricht Ihnen Secrets von Playtex. Sieht das nicht gut aus? Secrets von Playtex, Dessous, die Ihre Figur formen. Playtex Secret Slips jetzt in vielen Geschäften zum Vorteilspreis. Washington. Auch heute ging es hier wieder auf höchster Ebene um die Frage, wem der Name Colorado aberkannt wird. Dem Staat oder der bunten Auslese von Haribo. Wir sind sehr optimistisch, dass die Entscheidung zugunsten der bunten Auslese fallen wird. Denn die Geschichte zeigt, dass auch Präsidenten große Freunde von kleinen Leckereien sind. Zurück nach Bonn. Lieber angenehm erfrischen. Franziskaner, das Frische an Bayern. Entdecke eine ganz andere Seite an dir. Australien. Gleich anrufen und das Infopaket bestellen. Wir fliegen Sie nach Australien. Täglich. Mit nur einem Stop. Qantas. The Spirit of Australia. Wie ich mir die Nummer der Auskunft merke? Ganz einfach. Mit 11 wurde ich eingeschult. Für jede Sendung brauche ich mindestens 88 Karten. Aber dafür gibt es in der nächsten Sendung 0 Verbrecher. Versprecher. 11880, die Auskunft für Deutschland. Telegate. 11880, da werden Sie geholfen.15 Jahre jung, geliebt in der Familie, beliebt im Freundeskreis, erfolgreich in der Schule und die Lehrstelle fest in der Tasche.
Das sind schon merkwürdige Gründe, das Leben satt zu haben. Vor 2 Wochen springen Julia S. und Alexandra H. im Steinbruch von Dreikirchen ins Nichts, um zu sterben. Ein Plan, der gelingen muss. Der Abgrund ist über 20 Meter tief. Die beiden Mädchen sind sofort tot. 2 fröhliche Teenager werden lebensmüde von einer Sekunde zur anderen. Kriminalisten suchen vergeblich nach Motiven. Die Eltern verzweifelt nach Gründen. Todessehnsucht in der Pubertät. Julia und Alexandra sind kein Einzelfall. Focus TV über den rätselhaften Doppelselbstmord im Westerwald. Ein Steinbruch bei Dreikirchen, direkt an der Landesgrenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Am 10. Januar, einem Sonntag, kommt es hier zur Tragödie. Morgens um 3.30 Uhr gehen 2 15-jährige Mädchen diesen Weg. Sie trinken eine Flasche Sekt, dann stürzen sie sich in die Tiefe. Julia kommt aus einer intakten Familie. Hinweise auf Probleme in der Schule oder Liebeskummer gibt es nicht. Ebenso wenig bei Alexandra, ihrer Freundin. Ein Motiv für den Selbstmord der beiden ist nicht erkennbar. Auch nicht für Bruno S., Julias Vater. Morgens um 10 vor 5 findet er im Zimmer seiner Tochter mehrere kleine Abschiedsbotschaften. Aus den Notizen des Tagebuchs, die Kripo gelesen hat, lässt sich kein Motiv finden, lässt sich auch kein Hintergrund finden, der darauf hinschließt. Auch die kleinen Abschiedsbotschaften.